Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ja, ich bin hier schön an dieser Oase, wo wir uns letzte Folge noch kurz erholt haben, um jetzt dann wieder Richtung Heimat weiterzuziehen. Hier streunen ein paar Raptoren rum, aber ganz lustig, die machen natürlich nichts, denn Raptoren sind ein bisschen intelligenter als die los. Die wissen, dass sie hier nicht wirklich was reißen, wenn sie gegen den T-Rex angehen. Ich starte gerade eine neue Aufnahmesession. Wir haben bei mir Donnerstag. Und ich habe ein bisschen die Einstellung verändert bei mir im Spiel. Ich habe zum einen hier die Pinnadel mit rein, dass man jetzt sieht, wo ich bin. Dann brauche ich das nicht immer sagen. Des Weiteren habe ich ein bisschen das Abbauen verändert, in dem Sinne, dass ich ein bisschen schneller abbauen kann, beziehungsweise dass Bäume ein bisschen mehr Holz hergeben und genau. Was dann eben heißt, dass ich nicht mehr ganz so viel farmen muss bei den Baufolgen. Dürfte vielleicht ein bisschen interessanter dann werden. Weil ich dann, wie gesagt, hier nicht ewig lange immer farmen muss, bis ich dann das Holz zusammen habe für irgendwas. Wir gucken kurz auf die Karte, weil ich muss mal kurz orientieren, wo ich bin. Okay, ich gehe jetzt gerade nach Osten. Passt, dann drehen wir jetzt dann beim nächsten nach rechts ein. Hier nach dem nächsten Hügel. Aber zuvor werden wir hier ein bisschen die Tyrannos aufmischen. Das ist ja. Ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Snacken wir mal kurz den Hano hier weg. Oh, ach, wie viel ist da gleich drin? Gut, dann futtern wir hier mal. Mischen uns einfach mitten ins Gemetzel mit ein. Ja, das ist mein Brantoburger. Hätte ich natürlich eigentlich absteigen müssen und. Oh, okay. Und hier noch. Man sieht jetzt schon, dass da wesentlich auch mehr Fleisch rauskommt. Es wird natürlich jetzt ein bisschen arg. Ich werde es noch ein bisschen optimieren müssen, das glaube ich, das Ganze. Wie viel Zeug da rauskommt und wie viel die Ressourcen aushalten, weil es natürlich auch wirklich übermäßig sein kann, wobei das geht, 30 Meat und 20 Hide. Der Bronto, da ist natürlich auch wesentlich mehr dran, darf man nicht vergessen jetzt. Ich aber, wie gesagt, dementsprechend anpassen. Da haben wir noch einen kleinen Triceratops, den wir hier wegschnabulieren können. Hier einmal über den Hügel müssen wir rüber, dass wir wieder Richtung Heimat kommen. T-Rex muss sich ausruhen. Dann kann ich euch. Oh, wir haben einen neuen Level erreicht. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Movement Speed, Fortitude, Crafting Speed. Eigentlich wird das relativ irrelevant zurzeit. Es gibt ein paar neue Sachen schon wieder. Wurde wieder mit eingefügt. Geil, geil, geil. Es gibt immer wieder neuen Stuff. Refertilizer müssen wir uns demnächst nochmal anschauen. Wo ist es? Scuba Gear. Heißt Tauchausrüstung. Genau. Ich finde es zwar ein bisschen komisch. Ah, dafür bräuchte ich eigentlich den Level, dass das hier angezeigt wird, das Ganze. Werden wir dann dementsprechend irgendwann. Natürlich auch die Tauchausrüstung uns basteln. Damit ist man schneller im Wasser, sieht auch mehr und kann länger unter Wasser bleiben. Aber wenn man es genau nimmt, darf ich das dann erst so mit Level 75 ungefähr craften. Also dauert es noch ein bisschen. Habe ja gesagt, okay, Engram Points kann ich mir ein paar geben. Hab da ja auch gesagt, alles klar, kein Problem. Aber des Weiteren will ich jetzt nicht hier alles Mögliche
quasi cheaten, das wäre dann. Das wäre dann nicht mehr sinngemäß. Wir werden hier, glaube ich, fast noch die ganze Folge brauchen. Es dauert jetzt nämlich. Wir müssen hier durch den ganzen Wald durch und das ist natürlich mit so einem riesen Eumel wie unser Great Whitey, ist das schon ein bisschen anstrengender. Und wenn man hier mit einem Bronto unterwegs ist, dann wird das erst richtig zu einer modsmäßigen Aufgabe. Erstens mal ist der verdammt langsam und natürlich auch verdammt riesig, also da steht man, glaube ich, im Wald und damals schon sehr oft mit Mania hängen geblieben im Wald. War das schon eine Leistung, hier durchzukommen. Mit dem T-Rex geht es irgendwie, der ist da ein bisschen stromlinienförmiger, wollte ich jetzt gerade sagen, ja. Irgendwie schlängelt er sich da so durch, finde ich ganz cool. Aber wie ich schon auch erwähnt habe, beim nächsten Ausflug, wenn es in die Richtung geht, werde ich wieder auf meinen lieben Spino zurückgreifen, weil der ein bisschen schneller ist. Schneller, hat mehr Stamina und ja, da bricht er sich halb die Knöchel. Genau. Was greift der Dilo jetzt an? Ah, okay. Jetzt nimmt er zum ersten Mal seine eigentliche Nahrungsquelle, der Dilo, einen lecker Dodo. So wie es eigentlich von Gott gewollt war. Und ich bin schon ganz gespannt, denn irgendwo huscht oder huschen hier die neuen Kreaturen rum, die im Spiel implementiert wurden. Heißenderweise Gigantophyticus, glaube ich, war's. Oder einfach Gorilla. So, ich hänge hier mal schnell in dem Fahrer fest. Und wie es ausschaut, wurde das gepatcht, dass die den T-Rex angreifen. Wenn ich mich an die letzten Male erinnere, da war das den Dilos herzlich egal. Dass dann T-Rex vor ihm steht. Nee, da wurde erstmal schön in die Ferse gebissen. Was natürlich sehr cool ist, wir haben hier Chitin, naja, Fleisch in Unmengen. Aber Obsidian haben wir mitgebracht und Stone, das brauche ich auf jeden Fall. Denn es war ja mitunter geplant, ein Sattel für unseren Wasserdino, für die Nessie. Und da brauchen wir, wie gesagt, so einiges. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar hundert Steine. Oder werden wir dann nachher gleich mal gucken, inwieweit es mit der Ausbeute hier im Materialabbau, wie das da aussieht, wie viel da jetzt rauskommt. Denn das kann ich eigentlich sofort schon zeigen. Ich habe ein bisschen, wie heißt es, ich glaube, Haltbarkeit, Strukturhaltbarkeit. Das heißt einfach, wie lange ein Baum dasteht, also wie oft man draufhauen kann. Und dann gibt es nochmal die Ausbeute von dem Baum selber. Ich glaube, bei dem Stein, der dürfte jetzt zum Beispiel, genau, der bleibt jetzt liegen, weil ich auf Haltbarkeit 2 gesetzt habe. Glaube ich, 2 oder 1,5. Und der Baum, der dürfte auch ein bisschen mehr geben eigentlich. Der müsste so um die 30 oder sowas geben. Genau. Das kommt so ungefähr aufs Doppelte, was bis jetzt ist. Eben aus dem Grund, dass hier nicht die Baufolgen in reine Farmfolgen ausarten. Oh, was macht der kleine Kerl da drüben? Hat aber hier nicht vor, sich ein lecker Stück aus meinem Bronto rauszubeißen. Das werden wir hier gleich mal abstellen, dieses Problem. Hatte ich bis jetzt erst ein paar Mal, dass so ein böser kleiner Herr hier so weit in das kleine Tal, wo ich hier bin, runterkommt. Normalerweise bleiben die immer ein bisschen weiter oben in den höheren Gebieten. Hat er was Tolles dabei? Will ich nicht. Tranquilizer Arrow, okay. Stone Arrow. Meinetwegen.
Dann gibt es hier halt auch noch ein bisschen Meat. Was war das? Impel. Mach mir nicht so eine Angst. Da schreit der aus voller Kehle, der Herr. So, und wir sind Gott sei Dank wieder zu Hause. Wirklich zum Teil eine Erleichterung. So, den packen wir noch ein bisschen Stein rein. Hide. Ich werde es jetzt alles separat nämlich hier aussortieren. Und nicht, dass ich hier sofort wieder überladen bin. So, dann packen wir jetzt nämlich hier noch beim Money das Thatch und das Wood rein, was wir gerade eben abgebaut haben. Selber könnte man mal eine Kleinigkeit snacken. So, dann als nächstes packen wir das Metal in den Ofen. Ich glaube, wir sind schon überladen gleich. Ja, so ziemlich. Also wirklich mehr hätte da jetzt gar nicht reingepasst. So, können wir gleich mal hier ein bisschen wieder einschmelzen. Sehr nice. Das war wirklich sehr gut, dass wir da das Ganze abgebaut haben. Also jetzt aber hier. Ist jetzt schon ein bisschen unfreundlich, Kumpel. Okay, Keratin, Kitin und Stein. Kann ich das Obsidian noch mitnehmen? Oh, kann man auch noch mitnehmen. Hide. Cool, dann kann ich ihn schon komplett ausräumen hier. Prime Meat. Wäre mal interessant, das später ein bisschen zu farmen und dann zu kochen oder hier irgendwo in den Kühlschrank reinzutun, weil man natürlich damit die großen bösen Dinos viel besser zähmen kann. Die natürlich auch von der Nahrungsausbeute wesentlich besser sind. So, Chitin, Keratin hier rein und die Stones, denn ich brauche noch Zement und zwar übel viel. Wirklich, wirklich übelst viel. Ich könnte nochmal nachschauen, wo haben wir es denn? Spino-Sattel? Nee. Spino haben wir schon. Plesio. Zement. 65. Gigantische 65. Also es ist wirklich... Ich finde es krank. So, hier. Ich brauche jetzt auch endlich was, wo ich die Blueprints reintue. Das könnte ich eigentlich gleich mal machen. Haben wir das hier irgendwo drin oder bei Misk? Wood Engram? Nein. Kumpel? Oh, ich wollte dich gerade sagen. Weg da! Okay, wo haben wir das drin? Sattel, Navigation, Warp, Structure. Bridges? Nein. Mischt? Nein. Armin Cooking, Bedwood, Thatch, Stone. Und dann ist es unter Stone. Hier müssen doch irgendwo die ganzen... Storage. Bookshelf. Da ist es. Nochmal Thatwood Fiber. Das mache ich mir jetzt nämlich mal. Wobei, könnte ich dann oben machen. Das mache ich dann oben. Weil wir dann mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ach, ich schaue hier ins Falsche rein. Eieiei. Wir brauchen hier noch Stone. Gigantisch Stone. Weil dann kann ich nämlich endlich unseren Plesio nach hinten reinfahren, wenn man so sagen will. Dass man den näher an der Base parkt. Genau. Fiber und Hide haben wir dann genügend. Hier 400 Hide. Was braucht man noch? Fiber 250. Natürlich habe ich die Sichel oben lassen. Bin ja ein ganzen Schlauer. Cementing Paste. Also das wird jetzt wirklich übel. Ich glaube, da werden wir jetzt mal ein bisschen Stone farmen. Ein bisschen. Das würde ich jetzt ganz gern machen. Die Folge den Plesio hier ranholen. Dass wir da mal den Plesio-Sattel haben, genau. Brauchen wir eigentlich nur noch haufenweise Steine. Dazu nehme ich mir natürlich den Money Money mit. Nicht den YouTube Money, sondern nein, den normalen Money. Was jetzt natürlich ein bisschen doofer ist, da das ganze Zeug hier quasi die Steine doppelt sind, geht das einfach hier drüber laufen nicht mehr ganz so einfach. Man sich jetzt mehr Zeit lassen, braucht gar nicht mal rennen. Dann, genau, wir können uns
dank dem Obsidian hoffentlich jetzt dann auch die... wie heißt sie denn? Also die... Ah, da kommt der Kumpel. Diese Wasserflasche. Irgendwie war das klar. So, aber weiter geht's. Ha, kleiner Junge, du. Da will ich mir auch nochmal entzüchten. Die finde ich irgendwie lustig. Weil irgendwie ist es ein bisschen blöd, dass die Nessie da ganz hinten draußen steht. Ich sehe weder, ob die Hunger hat, ob es ihr gut geht. Und die möchte ich natürlich auf keinen Fall verlieren. Also das wäre schon herbe dumm, wenn man die da einfach so draußen so unbeobachtet lässt. Oh, Loch in der Welt oder was ist das? Das dachte ich mir schon ein paar Mal, aber das ist glaube ich bloß ein Texturfehler, ein kleiner. Und da könnte man mal über das Farmen hier, wenn ich die Materialien, ich glaube der Red Hell hat es geschrieben, oder Eiszeit, dass ich das natürlich ein bisschen hochstellen könnte. Weil eben ansonsten das Ganze nur gefarmen, na klar, das ist schon ein bisschen langweilig, aber es gehört eigentlich mit dazu, aber als Einzelperson hier das zu spielen, das Spiel, es ist glaube ich auf jeden Fall für Multiplayer ausgelegt, hauptsächlich. Wenn auch eher für PvE, finde ich persönlich, als für PvP, weil im PvP-Bereich, wie gesagt, da kann man einfach in diesem Spiel besitzt dann dermaßen einen Frustfaktor, weil man da so viel investierte Zeit kaputt geht. Ja, genau, hier sieht man jetzt schon, dass der Wesen nicht mehr rauskommt. Und bei diesen Häufchen an Steinen, wenn man da mit der Axt draufhaut, da kommen überhaupt wesentlich mehr Stone raus als sonst irgendwo. So auch als in den Felsen da hinten. Gut, dann laden wir hier mal ein bisschen voll. Man sieht jetzt schon 150 Stone, das ist schon mächtig was. Damals letzte Mal glaube ich, ich weiß gar nicht wie lange wir da gefarmt haben, jedenfalls war es wesentlich länger als jetzt gerade. Oh, das sind nochmal drei Häufchen, das passt. Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass der so verdammt teuer ist, der Sattel. Ja, da kann ich jetzt auch nichts dafür, Kerlchen. Hier kommt richtig, richtig viel Stone raus. Da kommt dann normal schon 40 oder sowas raus. So, weiter geht's. Komm, Manni, wir haben noch viel zu tun. Oh, genau. Gar nicht mal so blöd hier. Können wir eigentlich gleich was trinken. Und die Vorräte auffüllen. So. Dann werden wir aber gleich nochmal beim Money aufsatteln und wieder retour, weil ich denke mir, das dürfte doch fast reichen. Oder wir brauchen, glaube ich, noch 40. 40 um Zement. Und haben jetzt dann, glaube ich, 400 Stones. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man für das Zement braucht. Naja, wir werden schnell zurückreiten. Für was haben wir denn den Money? Und wir sehen schon, der ist so schon herb, fast überladen. Das ist halt ein stattlicher Kerl. Der hat Ausdauer und das gefällt mir, wenn man mit dem Dino auch irgendwie weit kommt. Das ist jetzt nicht so... Der T-Rex, der war mir wirklich zu langsam. Der Wald da oben auf dem Plateau, der ist fast komplett schon nachgewachsen. So, von Folge zu Folge kommen die ganzen Bäume wieder zurück. Sehr cool.
Komm, lass mich Arzt, ich bin durch. Ja, genau, der Money macht's richtig. Einfach rein hier in die Bude. 8 Stone braucht man für einen. Okay. Aber es kommen bloß 20. Ah, da kann ich bloß 20 insgesamt machen, weil ich gerade hier gelesen habe, dass man auch so verdammt viel Keratin und sonst was hier braucht. Okay, Money, bleib mal kurz da hier. Zack, zack, jetzt sind wir wieder herb überladen, genau. Schleppen uns hier fast zu Tode. Kann ich da noch gleich wieder hier was in die in den Futtertrog reintun? Dann haben wir noch mal 20, aber 65 brauchen wir. 20, dann haben wir 40. Oh, das wird noch derb. Nö, das war's dann auch mit dem ganzen Keratin. Das heißt jetzt dann Keratin farmen. Keratin farmen. Aber genau, ich wollte den Futtertrog auffüllen. Tun wir mal ordentlich Fleisch rein. Wir haben ja so genügend. Also es wird, glaube ich, nie für uns ein Problem darstellen, dass wir in der näheren Umgebung von unserem Zuhause sterben werden. Oder verhungern werden. Money. Drinnen hält das Zeug auch, guck mal, 9 Minuten? 36 Minuten. Also, liebe Leute, wenn ihr was günstig lagern wollt an Fleisch oder sowas, ganz blöd, baut euch ein Feeding Trog. Da bleibt die Grütze länger haltbar als so. Oh, hier bei dem Kollega. Drücken wir mal wieder das Boiled Meat rein. Oh, Hide hat er auch noch. Cool. Er hat noch Hide. Öl hat er auch noch. Holzkohle hat er auch noch. Und Narcoberries in rauen Mengen. Aber wir können hier ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man für ein Öl. Ich mal ein bisschen Benzin nämlich noch anrühren. Ja, schmeißen wir mal einfach mit rein, da das wird schon irgendwie... Irgendwie... was Brauchbares dabei rauskommen. Schauen wir aber nochmal mit dem Obsidian nach. Aber auch noch Cementing Paste. Die werde ich mir gleich mal krallen. Außer man braucht die jetzt natürlich für... wo ist es? Mischwaren. Cementing Paste 4. Metal Ingot 1, Hide 2. Ich glaube, da mache ich mir jetzt mal schnell eins. Dann haben wir zumindest was geschafft in dieser Folge. Dann haben wir zumindest eine Sache. So, 1. 4 Hide Ones. Hide hier. Na. Hide, Metal. Mending Paste 4. So, und dann können wir uns jetzt dementsprechend noch Polymers machen. Oder? Ach, da brauche ich auch noch so. Ah, dann lassen wir das mit Polymer mal. Wir haben zwar Obsidian jetzt, aber ich will zuerst den Sattel haben. Ganz ehrlich, den möchte ich zuerst haben. Denn es ist ein Trauerspiel, wenn da hinten das arme Tierchen draußen übernachten muss immer. Okay, wir haben einen neuen Trinkbecher. Sehr cool. Ist ja voll toll. Ne, der ist wirklich voll cool. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ankylosattel. Ja, ja. Unser armer MC Hammer. Ich trauere immer noch drum. Genau. Jetzt, wenn man den hier auffüllt, dann kann man nämlich aus dem, glaube ich, dreimal trinken. Ja, okay, kann ich jetzt nicht, weil ich keinen Durst habe. Dreimal trinken und der läuft auch nicht aus, wie so sämtliche andere Mist. Und von dem her
Und ich finde den jetzt gar nicht mal so teuer. Was waren das jetzt? Ein bisschen Polymer, ein bisschen Cementing Paste, Hide und Iron. Ja, von dem her ziemlich cool. Ja, okay, nächste Folge werden wir dann das weitermachen hier mit dem Sattel. Dass wir das mal haben, damit der Arme da hier nach Hause kommt. Und dann werden wir ein bisschen weiter bauen und vielleicht unterwegs mal den das Äffchen finden. Eben, den neuen sozusagen Dino-Kreatur-Säuger, was hier rumläuft, das Äffchen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Ark Survival Evolved. Macht's das gut, bis dahin. Servus.